So, hi und hallo mal wieder. Ja, ihr habt richtig gelesen und ja, ihr seht richtig. Und ja, mal wieder was für Pferdeliebhaber. Und zwar Little Pony, Magazin Nummer 3, für 4,20 €. Zwei Heftes und eine süße Überraschung. Hey, ich wollte sowieso auf den Zuckerwürfel beißen. Also passt das. Was Süßes und zwei Hefte. Wie gesagt, das Ganze für 4,20 €. Und das möchte ich euch gerne zeigen. Und natürlich für alle Little Pony Fans da draußen. Wie findet ihr das? Was haltet ihr davon? Habt ihr es vielleicht selber schon? Und seht mal. Ah, das sind also die beiden Magazine. Cool. Einmal das Magazin Nummer 3, 2002. Und einmal das Magazin Nummer 3, 2020. Schon 2 Jahre altes Magazin und das neue. Was soll man davon jetzt halten? Jetzt ganz ehrlich, ihr Fenster draußen. Findet ihr das gut? Gehen wir also erstmal das Ältere. Da ist das Little Pony Magazin Nummer 3, 2020 drinnen. Da gab es natürlich Plastikzubehör, eine Brille ohne Glas, das ist ja nur so ein Gestell, so eine Art Mikrofon. Komm, ich packe es zuerst an, obwohl ich das meistens immer erst nachher habe. So, Brille, weiches Plastik, muss man es haben, sieht witzig aus, fertig. Dann, ups, ein Lippenstift. Also eine Tarnung ist kein echter Lippenstift. Es ist einfach nur Plastik. Könnt ihr nur mal rauf und runter schrauben. Einfach nur zusammenstecken. Das war's. Und so tun, als würdet ihr einen Lippenstift benutzen. Aber da ist doch, ich glaube, Kinderlippenstifte oder weiche Lippenstifte viel interessanter wie der Plastik. Das ist einfach so. Alleine, wenn ihr ihn öfters in der Tasche habt und als die ganzen Bakterien, wollen wir gar nicht drauf. Ein Lippenstift ist dabei. Und dann kommen wir zu das Mikrofon. Jetzt könnt ihr natürlich immer singen: Little Pony, Little Pony, Pony. Und was ist? Ah ja. Er ist schon stabil. Sagen wir nichts, aber was will man damit? Er hat keine Funktion, kein Licht, nichts. Ist einfach nur ein Dekostück. Mehr nicht. Also für mich runter. Das dazu. Jetzt blättern wir schnell mal in das alte Magazin drin herum. Vielleicht ist es ja auch was für euch oder ihr kennt es noch nicht, aber ihr seht es selber. Rätselspaß, Rätselspaß. Comicbeilage von meinem Little Pony von 2020. Wie gesagt, ihr fällt. Oh, so süß! 20 Zentimeter hoch. Ein Poster. Dann natürlich Merchandising damals drin gewesen. Was zum Ausmalen. Ein Spiel. Rätselspaß. Backrezept, was zum Basteln. Eine Little Pony Geschichte. Ja, kam damals in den Kinos. Das war's. Also, das ist mit dabei. Das Magazin 3 2020. Und jetzt kommen wir natürlich zu das neuere Magazin. Obwohl, so neu ist das ja auch nicht, ne? Drei. Ich weiß ja nicht, immer kommt das Januar, Februar, März oder alle 2 Monate raus. Das ist das Aktuelle dazu. Und da blättern wir jetzt etwas langsamer darin herum. Vielleicht ist es ja was für euch. Rätselspaß. Dann beginnt natürlich die Art Comicbeilage oder Geschichtencomic. Ist ja etwas ge anders gezeichnet. Rätselspaß. Was zum Malen. Rätselspaß, auch wieder ein Poster. Das sieht aber schon interessanter aus wie das alte. Alte Poster, neue Poster. Irgendwie doch das Gleiche, ne? Die Fliegenden, die Laufenden, die Laufenden. Finde ich das neuere, aber interessanter.
schicker, schöner, wie man dazu sagt. So, Merchandising, was denn ausmalen? Ausmalen, Rätselspaß. Rätselspiel. Was zum Malen. Ach, wieder was zum Malen. Und das war's. Also, das ist nun mein Little Pony. So eine Sonderausgabe, wo zwei Hefte drin sind. Einmal das neue, einmal das alte. Ein bisschen Plastikzeug. Brille, Lippenstift, Mikrofon, das alles für 4,20 Euro. Jetzt seid ihr dran. Was haltet ihr davon? Wie findet ihr das? All das könnt ihr, sollt ihr posten, kommentieren. Für mich und alle anderen natürlich. Und ich werde natürlich irgendetwas von Little Pony hier unter das Video verlinken. Sicher, bequem, auf jeden Fall. Und vielleicht auch noch günstiger. Schaut selber nach. Aber nichtsdestotrotz ist das Allerwichtigste. Bleibt gesund, ihr und eure Familien. Und dann, wie immer, bis demnächst. Guckt hin. Und schaut zu.